Die Kenobi-Show gestern mit euch war perfekt. Gemeinsam haben wir den Abend genossen und über die dritte Folge gequatscht. Ihr könnt alle kommenden Lego-Sets der nächsten Lego-Star-Wars-Welle, die auf diesem Bild hier gezeigt werden, gewinnen. Dafür schaut bei uns auf Instagram vorbei und folgt uns. Link und genaue Teilnahmebedingungen in der Beschreibung. Darüber hinaus und für die richtigen Star-Wars-Fans unter euch. Wir haben gemeinsam mit JB Spielwaren, die dieses Gewinnspiel sponsern, eine 212. Lego-Fliese entworfen. Vielen Dank dafür, Jungs. Diese bekommt ihr, wenn ihr bei JB Spielwaren etwas bestellt und den Gutscheincode OBIWAN2022 angebt. Hier steht's nochmal. Schaut dafür gerne bei JB Spielwaren vorbei. Also, ihr könnt gleich zwei Sachen abstauben. Die echt coole Fliese und eventuell den Verlosungsgewinn auf Instagram. Der Link zu Instagram und JB Spielwaren sind in der Beschreibung. Vielen Dank! Die dritte Folge von Obi-Wan Kenobi ist auf Disney Plus erschienen. Der Schauspieler Kenobis erzählte uns bereits auf Instagram, die Kenobi-Serie ist mit ihrer Premiere die bisher erfolgreichste Disney Plus-Serie. Und was soll man sagen, Kenobi zieht die Leute einfach in ihren Bann und das hat uns persönlich wirklich Spaß gemacht. Den Ladedroiden haben wir schon total ins Herz geschlossen und es wird aber auch immer klarer, dass sich die Story um Kenobi auf jeden Fall auf Leia bezieht und wir halten das für eine gute Entscheidung im Vergleich zum langweiligen Leben Lukes auf Tatooine. Es ist eine angenehme Abwechslung und beleuchtet damit einen interessanten Teil der Geschichte. Wir sind uns sicher, die Reise von Kenobi und Leia ist damit nicht zu Ende und so spitzte sich die Story zwischen Vader und Kenobi bereits ein erstes Mal zu und er macht sich persönlich auf dem Weg zu ihm. Vader kann nicht darauf verzichten, seinen ehemaligen Meister nach 10 Jahren endlich wiederzusehen und zu erkennen, was aus Kenobi geworden ist. Und dabei noch viel wichtiger, Kenobi erkennen zu lassen, was aus ihm geworden ist. Ein wichtiger Punkt, Kenobi wusste nicht, was Vader eigentlich war. Er kannte nur den Anakin, den er auf Mustafa zum Verbrennen zurückließ. Er wusste bis zu diesem Augenblick nicht, was für ein Schicksal ihn ereilte, was für ein finales Schicksal Palpatine forcierte und Anakin in die Rüstung steckte, sein persönlicher Knast, sein Gefängnis. Und doch will Vader Rache. Rache an Kenobi mit vollem Schmerz. Mindestens den gleichen Schmerz, den er auf Mustafa erlitt, möchte er Kenobi antun. Er nutzt die Gelegenheit eines Feuers, um Kenobi brennen zu lassen. Seine ungezügelte Wut wird auch an all den Zivilisten deutlich, die seiner Macht zu Opfer fallen. Wir genießen jeden einzelnen dieser Blicke und leiden auf härteste Art und Weise mit, als er Kenobi brennen ließ. Er quälte ihn, als Obi-Wan durch Tala gerettet wird. Sie entschärft die Situation zumindest und es gelingt ihrem Droiden dadurch, ihn zu retten. Eine große Frage, die wir uns beim ersten Anschauen direkt gestellt haben, ist, warum Vader das zuließ. Warum ließ Vader zu, Kenobi entkommen zu lassen? Wir sehen Vaders durchaus potenten Machtfähigkeiten und er scheint nicht in der Lage zu sein, ihn, nachdem die Flammen aufleuchten, zurückzuholen. Sei es mit der Macht oder einfach mit seinem feuerfesten Anzug diese Flammen zu durchschreiten oder es mit der Macht zu ersticken. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben und dennoch lässt er Kenobi einfach stehen. Warum ist das so? Es scheint einfach nur seltsam, aber wir versuchen das einmal für euch zu erklären. Wir haben hier eine Extremsituation vorliegen. Das dürft ihr nicht vergessen. Hier ist eindeutig offensives Verhalten seitens Vader erkennbar. Er ist von Wut nur so durchtränkt. Kenobi nimmt hier eine Position der Defensive oder gar der Flucht ein. Das Verhalten Vaders bleibt also aus. Auch in Vader schlägt ein in der Vergangenheit nachtrauendes Herz. Das Herz Anakins, das sehen wir an seinen Worten. Er leidet genauso, wie Kenobi leidet. Es gibt verschiedene Ansätze, warum Vader so reagiert. Rational zu beurteilen ist das nicht. Es ist nicht rational nachvollziehbar, dass wenn man 10 Jahre nach etwas sucht und es dann gefunden hat, es einfach gehen lässt. Aber hier liegt keine solche Situation vor. Dass wir uns wundern als Zuschauer ist völlig klar. Aber versetzt euch in die Gedanken Vaders. Ihm schießen vermutlich tausende Gedanken durch den Kopf und diese muss er erstmal mit Anakin und sich ausmachen. Er stoppt in dem Moment, in dem die Flammen aufjohlen, was ihm im Augenblick der schier endlosen Flammen durch den Kopf gehen muss. Eventuell seine eigenen Erfahrungen auf Mustafa, als er der Glut der Lava ausgesetzt war und von seinem Meister zurückgelassen wurde. Zurückgelassen, um zu verbrennen. Wir sind uns sicher, Vader ist sich folgender Fakten bewusst. Obi-Wan befindet sich auf einem imperialen Planeten.
Dieser ist nicht nur durch das Imperium gesichert, sondern auch von etlichen Suchdruiden befallen. Nur weil Darth Vader einen Moment zurückbleibt und die kurzzeitige Flucht Kenobis ermöglicht, heißt das nicht, dass er sich geschlagen gibt oder ihm gar die komplette Flucht ermöglichen möchte. Vielleicht genießt er auch diesen Augenblick. Er konnte diese Situation, dieses Aufeinandertreffen 10 Jahre lang planen und so wird er seine Pläne haben. Vielleicht verarbeitet er in diesem Moment die Vergangenheit oder durchläuft die Ereignisse seines Lebens noch einmal. Es ist ein hochkritischer Moment für Anakin, aber auch für Vader. Auch denkbar ist, dass Vader merkt, wie schwach Obi-Wan in diesem Augenblick ist. Er ist aus der Übung nach 10 Jahren des Exils. Vielleicht möchte er gegen den alten Kenobi kämpfen, nicht gegen Ben Kenobi, sondern jenen Jedi-Meister, Obi-Wan, der ihn auf Mustafar bezwang. Er möchte ihm vielleicht auch die Zeit geben, sich zu erholen, aber auch, um mit der Wahrheit um Vader zu leben. Denn allein das quält den Jedi Obi-Wan mehr als alles andere, bis er ihn dann endlich bezwingt. Und es mag zwar Kenobi quälen, doch wissen wir, dass Vader trotzdem scheitern wird. Denn Obi-Wan Kenobi wird, anders als es Vader tut, die Situation akzeptieren. Kenobi wird damit leben, was er Anakin angetan hat. Er muss es. Diese Tatsache, dass Kenobi damit leben wird, wird Vader noch mehr erzürnen lassen. Obi-Wan wird den Pfad der Jedi nicht verlassen. Doch was ist eure Meinung zu dem Thema? Wie seht ihr das Ganze jetzt nach diesem Video? Für uns ist die Entscheidung Vaders von diesem gewissen Standpunkt aus doch klarer als vielleicht bisher gedacht. Und vielleicht werden Vaders Gedankengänge nochmal genauer beleuchtet. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure 212.